Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf Tour mit Alex vom Hallex. Yes, ich bin mal wieder dabei. Das war heute mehr spontan. Wir hatten eigentlich erst Couchen, sie wollte zu Hause bleiben. Ich denke, komm, Heimrunde und dann auf einmal, ach sollen wir doch. Hör mal, auch Frauen können schnell fertig sein, ne? Ja. Wir waren innerhalb von einer halben Stunde, saßen wir im Auto mit Frühstück, Duschen, alles. Let's fetz. Wir starten heute nur eine kleine Tour, 11 Kilometer roundabout. Starten in Herdecke. Kratzen Dortmund an und wer den Hike Alone vom Mammutmarsch mitgemacht hat, wird so einiges wiedererkennen. Okay, Mr. Navigator, are you ready? Noch nicht ganz, aber jeden Moment. Ja, siehst du, Komoot ist Lama wie wir. Nö, ich. So. Mit Komoot, sie macht heute Komoot. Ich bin nach dem letzten Mal immer noch ein bisschen... Folge der Tour auf Weg. Ja, mit dir sprichst du. Pfiffig, ich habe die Tour offline runtergeladen. Oh, Fuchs? So, wir können in 30 Metern. In 30 Sekunden. Oh, ja, Mambo. Die Sonne scheint, deswegen mussten wir raus. Leute, das ist herrlich. Bei nächster Möbel jetzt rechts auf weg. Ah, guck mal, da hat man sich schon verschluckt. Da. Aber das ist doch richtig, warte mal. Na? Läuft? Läuft. Da! Durch die Schule. Ist lange her, aber machen wir. Sport-Dingsbums. Sport-Dingsbums, ja, das ist ja richtig. Projekt Mantis, ne? Gestern laufen, heute wandern. Yes, ma'am. Man kann auch mitten hier durch. Ach, ist ein Testcenter. Das war da vorne die Haltestelle übrigens. Ja, ja. Windig. Auch noch. Wir kommen jetzt gleich zum Hengsteisee. Zumindest sollen wir da gleich einen Blick drauf haben. Schön. Heute Wasserroute. Hengsteisee liegt zwischen Dortmund, Hagen und Herdecke, gell? Yep. Ja, schön. Gefällt mir aber. Man merkt, das Wetter ist schön. Es ist Sonntag. Es ist voll. Oh, Bootfahren im T-Shirt. Nee. Ja, nee, ist klar. Herdecke ist schon ein herrliches Fleckchen, ne? Da, Ette macht wieder Fotoposing. Oh, wir kommen heute wieder überhaupt nicht vom Fleck, weil wir einfach nur gucken, enjoyen, egal. Fotos machen. naja, ne? Folge dem Weg 2,5 Kilometer. Immerhin sind wir wahrscheinlich noch einen Tacken schneller als die Tante vorgibt, weil die berechnen, glaube ich, im Schnitt irgendwie 3,5 Kilometer oder so beim Wandern. Warte ab. Da sind wir ja dann mit unseren 4 Kilometern noch gut bei dabei. Warte ab. So, wir können jetzt auf das Hermannsdenkmal blicken, Hohenseeburg. Genau. Ich bin so abgelenkt von dem Hund da vorne. Süß. Mal schauen, ob wir da hoch müssen. Wenn eine Erne hat, gar nichts gesagt werden.
Wir mussten 1,7 Kilometer geradeaus, aber eigentlich wäre das geil. Erstmal ein bisschen Purpose-Training, ne, Knockorsch und da oben gibt es vielleicht einen Kaffee. Also in 750 Metern müssen wir rechts rum. Könnte was sein. Bisschen. Links abbiegen auf Bergwanderweg. Der Spaß beginnt. Ja. Richtung Sieburg. Oh, Vögelchen. Move your ass. Move your fat. Come on. Come on. Komm, zeig, was du drauf hast. Nach unserem Läufchen gestern. Muskelkater habe ich ein bisschen davon. Nicht schlimm. Boah. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Beautiful! Vor allen Dingen musst du hier nach unten gucken, wo du hintrittst. Ja. Das ist ja die Stelle, wo ich mich bei dem 100er da einmal jedes Mal auf die Fresse lege, wenn es zum letzten Versorgungsposten hochgeht. Ah. Durch diese. Ja. Oh ja, das tut schon ein bisschen weh, ne? Boah. Ich merke es auch langsam an der Atmung. Krass, ne? Ich bin von der ganzen Telefon. Schnell dabei, das wieder zuzumachen. Ja, ich würde sagen, Hälfte haben wir. Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir kraxeln jetzt seit gefühlten 30 Minuten den Berg hier hoch, ne? Immer ein Serpentin. Richtung Hohensieburg. Finke-Turm. Ich sehe ihn. Ende ist in Sicht. Ja, zum Abschluss noch ein paar Stufen. Also die Strecke fetzt. Aber sowas von. Och, die Oberschenkel. Wir sind oben. Leck mich am Arsch. Das sagt man aber nicht. Ja, was sagt ein Komoot? Will die uns erst dahin haben oder hierhin? Weil wir machen jetzt hier quasi einen Rundweg und dann auf der anderen Seite wieder runter. Nein, auf derselben Seite wieder runter. Ach, Kaka. Wir wollen Kaffee. Hallo. Stunt, Handy fast geworfen. Hier haben wir bei dem Hike Alone auch Pause gemacht und Kaffee getrunken. Yes. Das Ritual will nicht gebrochen werden. Boah, meine Beine. Lecko funny. Wir waren ja gestern noch laufen, ne? Aber gut. Ich war Freitag laufen, ich war gestern laufen und heute das. Ihr Beine. Nein, so musst du machen. Ja, die Beine sagen mir gerade. Ja, die sagen, wir wollen das so. Ja, ich muss ja eben erstmal Durst löschen, bevor Leckerchen trinken kommt. Boah, ich habe 1000 Spangen auf dem Kopf, aber die Zusels machen, was sie wollen. Prost, Stößchen mit Zusel. Oh ja, der musste schnell trinken, der ist schon lauwarm. Oh, ich habe schon genascht, sorry. Stößchen. Ich würde vorschlagen, wir halten jetzt mal die Augen auf.
Irgendwie saßen wir gefühlt genau hier, oder? Ja, vor 2 Jahren. Ja, kommt das hin? Vom Finke-Turm gehen wir jetzt zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Das haben wir auf dem Hike Alone auch schon drauf gehabt, aber da haben wir mehr den Marsch im Kopf gehabt. Ne? Ja. Einmal durchrennen und fertig. Das gucken wir uns jetzt heute noch mal in Ruhe an. Wir folgen dem Weg. Dem Weg. Ey, doof. Schon sorry, dass ich heute immer so bräsig gucke, aber ich habe immer die Sonne in der Fresse. Ja, mein. Schön. Wups. Ja, schön. Ja, wo es hoch geht, muss es auch wieder runtergehen, ne? Aber mal in den anderen. Also hier bin ich noch nie lang gelaufen. Nee, das ist neu. Und das ist schön. Und hier ist nicht ganz so viel Fußverkehr. Ja. Eidewitzka. Ja, morgen werden die Füße mal hochgelegt und nur noch gedehnt, ne? Ich nehme jetzt diesen Fahrstuhl. Boah, ich bin knallhart. Ich nehme jetzt die Füße auf. Bis zum bitteren Ende. Sie ist knallhart. Du rockst es. Und wie gefällt dir der Abstieg? Ja! Yeah. Heidi! Ich weiß nicht, was schöner ist. Abstieg oder Aufstieg? Ja, der Abstieg ist irgendwie unangenehmer. Ja, von der Luft her angenehmer, aber von den Beinen her unangenehmer. Schau mal, ich sehe nichts. La 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 la. Wir machen uns schon wieder beliebt hier. Ja. Guck mal, das ist eine Bremsspalte. Da bremst du ab. Da ist eine A. Na. So, für alle Leute vom Mammutmarsch Dortmund hier. Das erkennt ihr doch wieder, ne? Ja, da sind wir von da gekommen. Und dann ging es hier ab. Ich glaube, da hieß es irgendwie ab in den Dschungel oder so. In the Jungle. Hast du Blumen gestreichelt? Ja, ist kuschelig? Ist kuschelig. Okay. Ja, andere Leute fassen irgendwelche Tiere an und streicheln jedes Tier, ne? Ich sag nein. Ich genieße die Aussicht. Ich denke sie. Auf der anderen Rheinseite wollte ich jetzt sagen, Ruhrseite, aber es ist der Hengsteisee immer noch. Geht's jetzt zurück? Jo. Jo. Schöne Tour, okay. Das Highlight war natürlich oben Hohensieburg, aber. Also der Aufstieg und der Abstieg. Ja. Viel kommt jetzt nicht mehr. Hallo zusammen. Hallo. Und, ja. Dann ist auch schon praktisch Heimfahrt angesagt. Richtig, und für die 11 Kilometer, für einen entspannenden Sonntagsspaziergang, war das gut. Ein bisschen knackige Berge, ne? 150 Meter. Tante muss auch nochmal mitsprechen. Richtig. So, jetzt wird es hier gerade wieder voll, ne? Ja.
Voll ja. Hinweg 1,7 Kilometer. Ja, da oben waren wir gerade. Wir sind jetzt bei Kilometer 12 waren das, ne? Ja. Und ich muss euch was zeigen, es kam Post. Bisschen später, aber gut, ihr könnt euch noch daran erinnern, die Conqueror Challenge. Die Medaille ist da und Leute, ich bin verliebt. Richtig süß, schwer. Ja. Und wo ich sagte mit den Medaillen, die haben alle so einen Pfiff, das war jetzt die Niederlandroute. Ich liebe Kitsch. Und die Rückseite, wenn man jetzt das Rad dreht, kann man das sehen. Ah, ist schon geil gemacht, ne? Komm. Ja, so sehen die Medaillen aus für Conqueror Challenge. Also ich bin begeistert und die nächste Challenge wird kommen, ne? So, das war ein schöner Tag. Ja, gut, dass schöner wir uns noch, Sonntag. Genau, gut, dass wir uns noch aufgerafft haben, ne? Ja. Das heißt dann, wir verabschieden uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Bewegt euch, genießt die frische Luft und nutzt jeden Sonnenstrahl. Tja, wir haben jetzt aufgetankt. Und der Rest der Woche heißt Mantis. Oh yeah. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Video.